Willkommen zurück in der zweiten Folge von Angry Video Game Nerd Adventures, dem Spiel, das dich tot sehen will, beziehungsweise in diesem Fall mich. Na gut, wir sind in Assholevania gefangen und versuchen hier durchzukommen, möglichst lebend. Wir haben hier Todesblöcke, die uns vernichten werden, wenn wir sie berühren. Ich habe da oben mein Leben eingesammelt, ich habe es gerade wieder verloren, als ich mir das Bier besorgen wollte. Das Spiel besteht hauptsächlich aus auswendig lernen des Levels und Timing. Wow. Nein, was ist das denn? Ruf den Weg an. Durch. Warten. Okay. Wenn ich darüber springe und dann darunter, bin ich tot. Scheiß drauf. Obwohl, es gibt einen Erfolg dafür, habe ich gesehen. Scheiß drauf. Die sind schneller als die da oben. Okay. Weiter. Luft holen. Und weiter. Shit. Ah. 18 nutzt noch. Durch. Los. Warten. Weiter. Los. Muss man gerade die Blöcke abpassen, unter denen ich stehen darf. Muss ich merken. Los. Hui. Weiter. 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 Los, Mann. Das ist so schwer, dieser eine Sprung jetzt. Mir fehlt eine halbe Sekunde durch diese beiden Blöcke, die vor mir sind. Ja. Du musst leben, ne? Du musst leben. Ja. Runter. Na toll, jetzt muss ich genau so fallen, dass ich nicht gegen diesen Block komme, der da auf und ab geht. Fuck this shit. Okay. Ich habe auf YouTube umgeguckt. Ich habe ein paar Let's Player gefunden, die das Spiel einfach abgebrochen haben aus Frust. Ich kann es verstehen. Nein! Welcome to die! Das ist aber eine verkorksten Übersetzung eines X-Men-Spiels. Ich glaube, das war für irgendeinen Arcade-Automaten. Für irgendein anderes japanisches System, was kaum man erkennt. SNK oder sowas ähnliches ist es, glaube ich. Was erzähle ich hier so groß? Ich will mich nur ablenken. Noch 13 Nerds. Hui. Gibt's irgendwas? Außer den Tod. Durch. Nein! Falsch. Falsch gefallen. Fiese Falle. Oh, Spiel, du bist so ein Arschloch. Warum habe ich es gerade gemacht? Ich glaube, die Überschriften zu folgen, wenn du aus Flüchen bestehen. Und ich werde das Spiel erst ganz aufnehmen, bevor ich es raushaue, denke ich mal.
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich durchziehe. Okay, unten ist Robo Jesus. Und ein dummer Ritter, der Sachen schmeißt. Ich versuche gerade zu gucken, wo ich stehen kann, aber. Ich glaube, ich kann nirgends stehen ohne. Ah, ich kann seine Äxte abschießen. Das ist schon mal wichtig. Ja, so geht das. Ich habe einmal Robo-Jesus. Ich will nach unten sehen. Kann ich das irgendwie? Nein, kann ich nicht. Los! Da! Die NES Bazooka! Groovy! Du sagst es, yeah. Es ist ein Krampf, sie zu behalten. Man schafft es meistens nicht. Das Spiel versucht auf alle Weisen, mich zu töten. Zu Recht. Wo kann ich gerade stehen da? Ihr seht, die Bazooka super, super stark, allerdings auch, wie gesagt, super schwer zu behalten. Da vorne kann ich stehen. Na, komm wieder, du scheiß Ghoul. Kann ich da vorne stehen? Nein, ich wollte die Stachelkugel vorne erwischen. Verflucht! Robo Jesus! Ein Treffer und das Ding ist weg. Verfluchter Mist. Stirb, scheiß Ritter! Nein! Oh, wie fies! Euch bluten sehen, Leute. Bluten! Da hinten kann ich stehen. Da kann ich stehen. Nein. Und Schuss. Ich muss jetzt, wenn die Stacheln runter sind, loslaufen und schießen und scheiße vorbei. Du bist Brot! Ah, Robo Jesus, der mir helfen könnte, ist da oben. Da komme ich nicht mehr hin. Verflucht! Es berechnet sich, nicht so viel aufzuregen. Ist dafür da. Kacke, Mann. Der Nerd ist tot wieder mal. Scheiß Geist, du hast mir letztes Mal versaut. Habe ich mir sehr versaut. Stacheln kitzeln meine Nase. Okay, dort konnte ich also stehen. Das ist doch jetzt wirklich.
glaube, um durch dieses Spiel zu kommen, muss ich die Schwierigkeitsgrad senken. Ich bin nicht gewillt, glaube ich mal, in die Tischkante her zu beißen oder dem Mikrofon Schaden zuzufügen oder sowas oder meinen Controller irgendwo zu versenken. Vor Wut! Es ist wirklich alles hier nur Timing. Scheiße! Dorthin. Sie waren zu stark für mich. Es gibt hier übrigens keinen Weg drumherum oder sowas. Ich muss hier wirklich durch. Das Spiel ist nun mal so super schwer. Yay! Ein Meter! Ein Meter! Dort kann ich ungefähr stehen. Hätte ich stehen können! Ich habe keinen Robo-Jesus. Ich habe keine Bazooka. Ich habe nur meine Lightgun. Ah, shit. Absolut shit. Noch 5 Leben. Ich denke, ich habe Bock Continuous, oder? Schön. Ich hoffe, ihr hört sie gut. Ich werde dafür sorgen, dass ihr sie gut hört. Nutzt das aus, Mann! Ich wollte gerade meine temporäre Unverwundbarkeit nutzen, um da durchzulaufen. Es ist eine Idee, die ich noch nicht verworfen habe. Ja. 2 Ghule weg. Der Geist nimmt mir meine Bazooka. Und meinen Willen. Müsste sehen, wie viel Krampf ich gerade hier die Sticks halte. Nein, lieber nicht. Das macht mich nur depressiv. Ah! Geist! Kacke, Mann! Kacke, Mann! Ah, wie schade. Es war gerade zu sagen ein Zusatztreffer, den ich landen konnte. Es war doof, ich weiß. Bin nur verzweifelt.
Runter. Immer mal geduckt halten. Einer ist weg. Ich traue mich gerade gar nicht, mich zu bewegen. Wie weit kann ich ran? Wir sind durch, Leute. Ich bete, dass da ein Checkpoint ist. Oh, übelst fies. Was ist das, Frankenfuck? Da ist meine Bazooka. Okay, wir sehen den Kampf gegen den Typen in der nächsten Folge von Angry Video Game Nerd. Bis dann, Leute. Ciao.